Hallo, hier sind wir wieder vor dem nächsten kleinen Hindernis. Und ich finde es einfach so genial. Ja, wie es halt immer wieder geschafft wird, mit neuen Herausforderungen konfrontiert zu werden, die es halt auch wirklich erfordern, einmal um die Ecke zu denken. Gut, es kann natürlich sein. Ich hätte vielleicht bei der Erschaffung des Charakters auf andere Sachen achten können. Man hätte vielleicht irgendwie einen Magier in die Anfangstruppe bekommen können oder selber einen Magier spielen können. Vielleicht hätten sich dann viele Probleme nicht ergeben oder andere Probleme aufgetan. Aber da könnt ihr mir gerne auch mal ein Feedback zu geben. Ich jedenfalls finde es halt absolut. Also ich genieße es, ja, immer wieder vor Herausforderungen gestellt zu werden, auf die es aber halt auch durchaus Antworten gibt, wenn man sich Gedanken macht. Und dass der Teufel da halt wirklich im Detail liegt. Und ich bin gespannt, ob ja, die Lösung mit den Säuretränken gegen diese kleinsten aller Plagegeister eine Lösung ist. Glücklicherweise habe ich noch ein bisschen Taschengeld behalten. Ich werde trotzdem noch ein wenig meine Ausrüstung versetzen, um einen großartigen Vorrat mitzunehmen. Es ist zwar nur... Moment. Es ist zwar nur eine Höhle. So, Alchemistenfeuer. Säurefiole. Ladung, Schwierigkeitsgrad. 10 Fuß. 5 Fuß. Also der Säurefiole hat auch einen größeren Radius. Warum sind die günstiger? Weil mehr auf Feuer anfällig sind? Und hier steht auch, achso, alle zusammen sind 82 wert. Das ist schon lächerlich. Okay, wir nehmen mal. Können wir den jetzt noch nehmen? Auch 6, ne? Ich habe natürlich schon so gut wie alles verkauft. Ach ja, bis auf die Sachen, die ich jetzt hier neu erbeutet habe. Ach, das ist sogar, stimmt, das ist ja hier auch nochmal was Glitzerndes. Die ganzen Perlen weg. Weg. Gut, und Geschenk der Dryaden ist auch wieder Antiquitätensammler. Ich meine, 75 ist ja schon nicht wenig, ne? Na, aber wir warten mal ab. So. Kriegen sogar noch ein bisschen Geld dazu. Nehmen jetzt nochmal 5 Alchemistenfeuer mit. Na. Und nochmal 4 Säurefiolen. Gut. Setzen wir mehr Tränke ein, als wir für die Erfüllung des Auftrages überhaupt in Aussicht gestellt bekommen. Ach ja, Moment. Ich habe auch noch mal überlegt, ob hier vielleicht irgendwelche Sachen hierbei sind. Ah, hier, guck mal. Wir atmen einen Feuerkegel aus. Auch ist heiß. Als Standardaktion kannst du ein Feuerkegel ausatmen. Und der hält eine Minute lang. Den nehmen wir mal rein. Was haben wir hier? Verderben. Mit Furcht und Zweifel. Ach, die Runen haben wir nicht einmal benutzt. Können wir auf jeden Fall auch nochmal austauschen. Kränkelnder Strahl. Macht das Ziel kränkelnd. Leichte Wunden verursachen. Da ist nämlich die Sache, es zielt halt auf eine Kreatur und ist eigentlich kein Flächenschaden. Ich habe nicht überlegt, ob die Schadenszauber vielleicht auch gegen diese Mini-Viecher helfen würden, aber ich glaube, die haben das gleiche Problem wie der Skelettzauber. Es macht halt keinen Sinn, ein einzelnes Objekt, Subjekt aus aus dieser Ansammlung halt herauszupicken, um das anzugreifen, sondern es muss ja irgendwas sein, was alle trifft oder viele. Gut. Also ich denke, hier mit dem Glut haben wir sogar die Möglichkeit, ein bisschen was anzurichten.
Aber hier ist, glaube ich, nichts dabei. Pfeil der Ordnung ist ein Einzelzauber. Ups. Gift verzögern, Wunden heilen, Rüstung ist natürlich alles nichts. Hier wäre wieder die Frage, Elementar herbeizaubern könnte uns durchaus helfen. Würde ich mal probieren. Wir nehmen mal, die Kreatur war jetzt ganz nett, aber wir können auch mal hier ein Elementar dafür beschwören. Und hier ist auch wieder mittelschwere Wunden, aber gegen eine Kreatur, wie gesagt, wenn wir bebende Knochen schon nicht anwenden konnten. Gleiches Problem, denke ich. Ja, alles klar. Dann haben wir da nochmal geguckt, was geht. Dafür müssen wir uns dann aber direkt nochmal hinhauen. Onwards. Wir verschlafen einfach das Schicksal der Raublande völlig. Miau. Klagende Katze. So, pass auf meine Sachen auf, während ich weg bin. Ich kann aber durchaus nochmal... Ich habe die Sachen eh hier gelagert. Dann wird es wenigstens übersichtlicher. Moment. Nanu. Habe ich nicht hier Sachen schon mal gelagert? Das ist jetzt null Pfund, null Gegenstände. Okay, ich leg da mal nichts rein. Das Oleg wird hier geklaut. Oder hatte ich überlegt, da die Gegenstände hinzulegen und dann waren sie eh so leicht und ich habe sie wieder mitgenommen. Ah, ja, so ein Zwergengehirn funktioniert natürlich auch seltsam. Ne? Man kann sich ja auch nicht an alles erinnern, außerdem habe ich irgendwie auch schon viel zu lange nicht mehr an einem Saufgelage teilgenommen. Da rastet natürlich auch alles ein. Rostet. Da geht es nämlich schon los. Auch Wortfindung ist dann definitiv eine Herausforderung. Eine schnelle Aktion ist eine Aktion, deren Ausführen keine Zeit erfordert. Pro Runde kannst du eine schnelle Aktion ausführen. Hm. Genau. Aber es gilt, glaube ich, nur relativ wenig. Wir haben schon den vierten dessen. Wir haben schon wieder 4-5 Tage jetzt rumgebracht. Arbeit hilft nichts. 4 Tage. Dann sind wir jetzt bestimmt insgesamt auch schon so 10-15 Tage unterwegs. Ja, ein Siebtel. Ein Sechstel der ganzen Missionszeit vielleicht schon verbraucht. Die Abenteuer von Roksha könnten schneller zu Ende sein, als mir lieb ist. So, hinein. All this waiting bores me. Ja, du wartest auch gleich nicht mehr. So eine Minute pro Stufe, das hält eine Weile. So, jetzt habt ihr beide Glutbauch. Kann einen 15 Fuß breiten Feuerkegel ausatmen. Ah ja, hier. Sehr schön. Das ist halt total genial, weil das ein Flächeneffekt ist. So. Dieses Au von Harim ist total großartig. Ich feiere es jedes Mal. So. So, Lindsay aus dem Weg. Ja! Ja, das sind 8 Schaden. Das ist mehr, als wir die ganzen Anomalischen angerichtet haben. Und das ist ein Angriff und er kann ihn beliebig oft durchführen. Brennt. Brennt, ihr niederes Gesocks. Was ist denn jetzt mit ihm los? Übelkeit. Haben Magenprobleme. Können nicht angreifen, keine Zauber wirken. Oh mein Gott.
Du warst doch mal Alkoholiker, Arim. Hast du selber gesagt. Verträgst du jetzt diese kleinen Sachen nicht mehr, oder was? Du wirst doch wohl stärkeren Alkohol getrunken haben, als hier so ein bisschen Feuerzeug auszuatmen. So, das sieht richtig gut aus. Was haben wir hier? Spinnenschwarmgift. 1 bis 2 Stärke Schaden. Ja, müssen wir durch. Jawoll. Und jetzt, was haben wir noch? Noch mehr Viecher. Gut, er hat sich eine Pause verdient. Die beiden kümmern sich darum. Du kümmerst dich um den Schwarm. Ah, nein, 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 nein. Das ist doch... Greif den Zwerg an und nicht die... Okay, so einmal an dem Vieh vorbei. Gut, glücklicherweise kann ich den auch auf Nicht-Gegner zielen. Einmal links vorbei und einmal rechts vorbei. Und jetzt nehmen die Linse echt auseinander, oder was? Oh Gott, wie viel Stärkeschaden kriegen die denn jetzt angerichtet hier noch? Ich möchte eigentlich sie nur irgendwie von Lindsay runterbekommen. Das ist eigentlich gerade mein Ziel. Die sind aber gnadenlos. Komm. Einmal eine Aura der Heilung. Gleich noch eine Aura der Heilung hinterher. Ach, fürchterlich. Ach so, oh nein. Das wurde mir auch mal gesagt. Meine Flächenheileffekte heilen natürlich auch die Kreaturen um mich herum, weil warum auch nicht? Sind ja Kreaturen wie alle anderen auch, nicht wahr? Da wollen wir sie ja nicht ausschließen von sowas. So, Amiri, du bleibst jetzt bitte hier stehen. Ja, Lindsay, ich weiß, es... Lizzie, ich weiß, es brennt. Aber da musst du durch. Protect me, please. Ach, komm schon. Es gönnt mir wenig Lustgewinn. Aber ich fühle mich dadurch natürlich nur provoziert und angehalten, weiterzumachen. Bis irgendwann der Feind besiegt ist. Kann er nicht angehen hier. So. So, du wirst gleich nicht mehr zu warten haben, wie immer. Nehmt bitte das Vieh auseinander. Lindsay, du bewegst dich jetzt mal schön aus dem Weg. Und da ich jetzt gesehen habe, dass wir natürlich überhaupt keine Atempause kriegen. Greifen beide an. So, ein Schaden, ein Schaden, drei Schaden, drei Schaden. Es wird... Ich frage mich, also Harim, mal ganz ehrlich, Zwerg, trinkst du wirklich keinen Alkohol mehr? Das war ja nur eigentlich eine Randnotiz von dir, wo du am Lagerfeuer gesessen hast, aber mittlerweile, wo ich so Zeit habe, darüber nachzudenken, das macht mir wirklich Sorgen. So, da kommt schon wieder der nächste Schwarm. Lindsay kümmert sich um den. Natürlich muss Amiri den hier töten. Und jetzt gucken wir mal, was wir tun können. Er kann den angreifen. Und er kann jetzt einmal bitte... haben wir noch irgendwelche kleinen Wunden heilen? So, sobald das große Vieh erledigt ist...
Also, wer verletzt denn jetzt eigentlich noch unseren lieben Raksha hier? Das Vieh oder was? Okay, dann müssen wir jetzt leider einmal Flächenheilung machen. Komm schon. Oh, Amiri, komm, jetzt bring's einfach zu Ende. Hau das große Vieh um. Du bewegst dich jetzt weg. Du bewegst dich da jetzt weg. Und haust einmal nochmal von hier drüber. Nein, nicht zuschlagen. Du hast deinen Auftrag erhalten. Und jetzt du nochmal. So. Es sind mickrige Spinnen. Ihr frühstückt die regelmäßig ab. Jetzt tut nicht so, als würden sie auf euch auf einmal ein Riesenproblem bereiten. Amiri, du haust die schon, oder? Du bist schon irgendwie versucht, dieses Vieh zu verletzen, ja? Dieses riesige... Jetzt haben wir den Spinnenschwarm echt vor ihr besiegt, oder was? Minus 1 Stärke. Wir sind schon wieder auf 14 runter. Und irgendwie mal zurückziehen. Nochmal minus 2. Bist du noch vergiftet? Ja, minus 1. Und vorbei. Boah. Battles await. Oh. Also ich bin richtig, also ich finde das mit dem Glutbauch geile Sache. Spart uns den Einsatz von unglaublich vielen Fiolen, die wir vielleicht auch dann irgendwann später nochmal benötigen könnten. So, hat es jetzt hier auch ein Ende? Magierrüstung. Die fangen wir an. Done. Haben wir, ja? Gut. Schön, dass Amiri das macht. Meine groben Zwergenhände hätten das wahrscheinlich einfach nur alles zerquetscht. Und das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Das ist völlig ungewöhnlich. Wir sind mit einem Vorhaben losgezogen und konnten es erfüllen. Ah. Jubel, Jubel und Triumph. Gut. Dann einmal zurück. Die Früchte unserer Arbeit einheimsen. Let's move on. Haben wir noch irgendwelche... Wir haben noch zweimal die Genesung. Das hat uns alles übel erwischt. So, ihr fehlen insgesamt 5. Nee, gar nicht. Mit dem Gürtel 7. Da steht es ja auch. Fertigkeitsschaden 7. Und 4... Und 6. Dann kann ich ihm ein bisschen Erleichterung verschaffen. Ja, 2 reicht aus. Und Amiri, da darf natürlich ein bisschen mehr. 4 wäre super. Das wird wahrscheinlich 1. Nein, volle 4. So, jetzt haben alle ungefähr denselben Abzug. Bräuchten also wahrscheinlich dieselbe Zeitspanne, um sich zu regenerieren. Und ich denke, die Zeit müssen wir uns nehmen. Wir können natürlich auch hinabreisen. Schwierig. Okay, wir gucken uns nochmal ein bisschen um, weil normalerweise ist ja auch alleine, wenn Zeit vergeht, dann spülen wir ja irgendwann das Gift aus unserem Körper. Der vierte Desnos. Ich möchte jetzt gerne mal wissen, dich beweisen... Mhm. Das haben wir. Gestohlene Lande. 71 Tage haben wir noch, ja. Gut. Also 17 Tage. Hatte ich das gesagt? Irgendwie so aus in dem Bereich auf jeden Fall. Wir haben halt wirklich schon viel Zeit verloren. Aber Tempel des Elchs, da wissen wir auf jeden Fall, wo er liegt. Nur hintrauen
Hintrauen tue ich mich noch nicht. Gut, wir gucken mal, was jetzt hier noch weiter liegt. Zwei Flüsse fällt. Ja, möchte da keiner hin oder was? So. Das klingt doch mal nach einer kleinen Ortschaft. Das wäre doch mal lieblich. Noch ein bisschen anderes Leben. Sich mit Personen unterhalten, die nicht gerade winzlingisch oder koboldisch sprechen. Aber es ist dann doch eher eine kleine Furt oder so. Die Raublande sind wirklich wild. Wird Zeit, dass hier jemand seinen Stempel hinterlässt. Hilfe. Wow, Amiri, wow. Warum Gelegenheitsangriff? Ah, wahrscheinlich, weil sie gestolpert ist. Er hat eine natürliche 20 gewürfelt. Hat den kritischen Treffer aber nicht bestätigt. Wenigstens etwas. So, Lindsay hier. Die, die du so sehr verehrst, ist schwer verwundet. Finde ich auch interessant, dass sie den Zauberspruch da hinten sprechen kann. Und dann rankommen muss, um halt die Hände aufzulegen. Das ist ganz interessant mit dem System. So. Zack. Lindsays Berührung war wohl irgendwie ein wenig erfolgreicher als die von Harim. Und mehr ist das hier nicht, oder was? Gebiet verlassen, Gebiet verlassen. I see something. Eine Falle. Ernsthaft? Ah, okay. Eine Falle, die ein kleines Versteck beschützt. Kriegst du das trotz Regen und Nebel hin? Nein. Aber sie lebt. Sie lebt. Ah, können wir mal gucken. Ganz normaler Stachel. Alles klar. Mechanische Falle. Bisschen nettes Glitzer, Glitzer. Und schweres Donnergrollen. Na gut. I won't be halted. Bisschen Naturromantik. Und das war, hieß es, zwei Flüsse für uns? Aber da war nicht nur Flusswasser, da waren auch die Schotten des Himmels offen. Zwei Flüsse fällt. Wirklich ein sehr, naja, wohlklingender Name für das, was wir da vorgefunden haben. Resting would be nice, don't you think? Ja. Wir reisen trotzdem nochmal weiter, erkunden das hier zu Ende und versuchen durchzuhalten, um bei Oleg zu rasten. So, hat geklappt. Armak, ein alter Häuptling der Numeria-Barbaren, wurde von Gorum auserwählt, dem gnadenlosen Kriegsgott. Der Legende nach vermochte niemand Armak im Kampf zu besiegen, bis Pharasma, der gehorchen wir, die Göttin des Todes, ihre Diener schickte, um ihn zu töten und damit seinen Schutzherrn erzürnte. Oh. Oh, oh. Dann hoffe ich, dass ich Amiri und Harim nicht so viel unterhalten. Da ist ja vielleicht ein bisschen böses Blut begraben, ha? Huh? Aber ich meine Groetus und Pharasma, Moment, das muss ich jetzt mal ganz kurz. Da muss ich doch mal. Sind wir da über etwas Brisantes gestolpert? Unser Gott, unser Gott.
Klasse, Biografie, Gesinnung und alles Mögliche. Aber glaubt mal, dass zu einer Biografie unsere Gottheit gehört. Dann Klasse vielleicht. So, Kroetus. Wenn Pharasma das Urteil über die letzte Seele spricht, dann wird Kroetus zum Friedhof herabsteigen. Also Kroetus und Pharasma arbeiten auf jeden Fall wohl ein wenig zusammen, aber nicht direkt. Könnte sein, dass da Zunder liegt, aber vielleicht kommen die beiden dann doch noch miteinander aus. So. Wir legen uns hin. Wir sind immer noch geschädigt. Immer noch einen Fertigkeitsschaden von minus 3. So, 16 Stunden vorbei. Und es geht uns wieder gut. Noch Amiri hat minus 1. Das ist okay und das sollte sie eigentlich auch abgelegt haben. Ein bisschen Wandern wird helfen. Die Steifigkeit, die kriegen wir hier schon abmarschiert. So, mit dir geht auch nichts Neues mehr, oder? Meine leicht angetrunkene Schönheit an Uriel. Hey, das seid ihr ja wieder. Was kann ich für euch tun? Haben wir nach dem Wachposten gefragt? Ja. Wo wart ihr denn überhaupt, als der Angriff kam? Ich war auf der Jagd. Hatte mich im Nebel verlaufen, was mir bis dahin noch nie passiert war. Ich schätze, ich sollte weniger trinken, aber denkt nicht, ich hätte Angst vor einem guten Kampf. Wenn ich gewusst hätte, was ich verpasste. Aber was ich sehe und wie ich sehe, habt ihr alles im Griff. Warum nennt man euch Achtauge? Vor langer Zeit konnte ich einen Gegner ausmachen an die Wand nageln, bevor er wusste, was ihm geschieht. Die Leute sagten, ich hätte 8 Augen und würde alles sehen. Aber wie es aussieht, habe ich meinen Spitznamen wohl überlebt. Anorie streckt ihren Arm aus. Ihre Handfläche zittert. Ich habe in letzter Zeit so viel getrunken, dass ich meine Fähigkeiten lieber nicht allzu oft auf die Probe stelle. Oha. Ihr armes, armes Wesen. Habe ich nach der Kirche von Rennen schon gefragt? Ah, genau. Da hatten wir uns noch nicht bewiesen. Tragisch. Tragisch, tragisch. Aber Kroetus ist ja quasi auch der Gott des Schlafs und des Vergessens, oder? Da handelt sie ja schon ganz... Ist ja... Gut, Harim kam vom Alkohol zum Glauben. Vielleicht ja auch an Uriel. Aber das ist überhaupt die Frage, mit der sich Rokscha mal herumschlagen muss, je länger er seinen Feldzug hier treibt. Kommt er, um als religiöser Botschafter, Fanatiker, den Glauben an seinen Gott allen anderen aufzudrücken? Oder erlaubt er ein freies Reich, dass die Raublande ihre alten Religionen weiterhin huldigen dürfen? Würde seine gute Gesinnung wahrscheinlich voraussetzen. Und Kroetus sind ja wahrscheinlich sowieso andere Götter. Mehr oder weniger egal. Es gibt relativ wenig, was mit seiner Aufgabe wirklich konkurriert. Außer vielleicht... reine Götter des Lebens. Und hier ist tatsächlich noch ein kleines Kobold-Scharmützel. Das nehmen wir mit. Ah, Lindsay. Da würde ich auch gerne mal gucken. Haben wir einen Abzug für die Reichweite? Malus im Nahkampf schießen? Warum? Warum haben wir den Malus für im Nahkampf schießen? Haben wir den tatsächlich, wenn unsere Freunde auch im Nahkampf sind? Dann sollten wir uns schnellstens diese Sonderfähigkeit holen. Also hier jedenfalls nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn sie jetzt nochmal schießt und ihre Leute dran stehen. Ja, so lange überlebt er natürlich nicht. Aber der da hinten. So, Lindsay schießt.
Minus 4 im Nahkampf. Ach, guck mal an. Also auch wenn sich das Ziel selber im Nahkampf befindet, haben wir die Abzüge. Das ist ein ganz anderer Aspekt, den ich vorher außer Acht gelassen habe. Ich dachte, das geht natürlich nur, wenn sie direkt angegriffen wird. Dann müssen wir uns das unbedingt besorgen. Also die Sonderfähigkeit. Dann ist sie sehr, sehr mächtig. Aber ist natürlich verständlich. Lindsay möchte natürlich lieber daneben schießen, als dass sie riskiert... Hinterlistiger Winzlinger, der kann natürlich auch hinterher dich angreifen. Als dass sie riskiert, dass unsere Freunde verletzt werden. Oder ihre Freunde. Verbündeten. Oh, ein bisschen Glitzer, Glitzer und Klimbim. Und wir haben hier schon ein paar Mal geguckt. Meist arbeiten. Ist das hier oder sind das hier ja alles nicht? So, wir gucken nochmal hier oben vorbei. Ich habe immer noch nicht vor, eine Nacht hier zu rasten, auch wenn zum Beispiel dieser Glutzauber aus unbekannten Gründen gestorben. Ja, genau, weil wir leider versagt haben. Aber wahrscheinlich sind die unbekannten Gründe nämlich schreckensverzerrtes Gesicht oder dergleichen. Also Angst und Horror. Würde ja passen bei dem, was uns hier heimgesucht hat. Ja. Jedenfalls könnte es sein, dass der Glutbauch, da das ja immer noch ein Elementarangriff ist, helfen würde, um diesen Gegner zu versetzen. Wir haben immer noch den Stärkeschaden. Wow. Der ist wirklich ausdauernd. Könnten auch nochmal mit den Dieben aufräumen. Aber wollen wir das? Nein, wollen wir nicht. Das machen wir später. Die kriegen wir garantiert irgendwie nochmal mit. Aber dafür jetzt nochmal irgendwie einen Kampf anfangen, riskieren, dass wir verwundet werden. Das machen wir in einem... Ach, apropos, auch euch kann ich doch bestimmt heulen. 5 Pfund für 2 Gold. Den schmeiße ich am ehesten wieder weg. Aber erstmal kann dieses ranzige Stück Pelz mit, damit Amiri nicht denkt, sie hätte das völlig umsonst getan. Ja, aber dann sehen wir es auch, sie hat zweimal gewürfelt. Einmal fehlgeschlagen, einmal erfolgreich. Und das fehlgeschlagen ist dann halt von dem einen, dem wir das Fell nicht abziehen konnten. Deine Charaktere können nicht in schwerer Rüstung schlafen. Ja, das haben wir auch schon gemerkt. Angriff auf das Lager sind dann nicht besonders erquickend. Gut, wir sind wieder da. Ich habe leider keine Ahnung, wo wir sinnvoll ansetzen können. Hier ist ja diese... dieser weite Bereich und irgendwo ist ja auch die Zugbrücke. Ich weiß halt nur nicht. Ich hoffe ja, dass sie von dieser Seite blockiert war. Und ich glaube schon. Dann könnte es nämlich sein... Genau, Müllhaufen. I won't be halted. Ein wenig beschämt, oder? Eigentlich sollte ich ja unter Tage in diesen Bergwerken die beste Orientierung besitzen als Zwerg. Aber irgendwie, dadurch, dass hier noch diese ganze Borke mitwächst und dass das Ganze halt eher so organisch gewachsen ist, da komme ich nicht mit zurecht. Wo? Oh. Oh. Kobold denken sie kleine Drachen. Drachen denken sie kleine Mahlzeit. Ist immer noch der schlechteste Komiker der Welt. Geh doch einfach nach Hause. Nee, nee, nee. Hier sind diese ganzen Müllhalden und Müllhaufen. Aber ich kann es nur sagen, ein Spiel, was so unglaublich groß und komplex ist, ich würde mir nichts mehr wünschen, als mir hier so kleine Kartenmarkierungen zu setzen.
können natürlich anfangen und ganz auf alte Schule machen und hier auf Millimeterpapier die Dungeon-Gänge aufzeichnen. So, hier ist die Tür, die bleibt, glaube ich, noch zu, oder was? 2 Wochen nicht fangen Eichhörnchen? Vielleicht sie alle tot? Möglicherweise. Können wir jetzt hier durch? Nein. Es gibt irgendeinen Weg, die zu öffnen, aber den haben wir nicht. Wir können ja nochmal mit der Königin reden, aber... kann ich euch helfen? Genau, wir haben eine Allianz. Und da heißt es auch nur, wir müssen mit der Königin reden. Gut. Dann gehen wir doch von hier wieder in unsere vertrauten Höhlen. Es kann natürlich auch sein, dass die Zugbrücke einfach generell nur einfach eine Ebene tiefer war. Die Götter halten uns Sterbliche für Hunde, die man ausbildet. Aber wir können sie trotzdem immer noch überraschen. Salim Gaddafar. Ne. Na, gefällt mir nicht. Ketzerische Worte. Hier sind wir wieder. Ich habe auch gedacht, dass irgendwo müsste doch bestimmt noch jemand sein Interesse daran hat, dass wir an die Wurzeln des Baumes, dass wir dahin vordringen. Das müssen wir auch irgendwie übersehen haben. Schade eigentlich. So, hier unten war die Spinne. Da war dann... Naja, da war ja auch kaum etwas zu holen, aber trotzdem. Die Ehre gebietet, dass wir diesen Kampf noch einmal aufnehmen. Riesenfrösche. Die habe ich auch schon mal angegriffen. Ich dachte, ihr seid standardmäßig feindlich. Ah. Wahrscheinlich erst, wenn ich mich an diese Truhe wage. Das Licht der Sonne hat einen Weg in den Kerker gefunden und diese Insel des Lebens erschaffen. Ein Ort der Wunder. Aber Groetus wird sich auch den irgendwann holen. Oh, die goldene Kröte. Eine Krötenstatue aus purem Gold. Sie sieht eher wie ein Götze, als wie ein... Oh mein Gott, Entschuldigung. Ah, da muss ganz schön viel Staub auf dem Götzen gelegen haben. Auf jeden Fall sieht sie eher aus wie ein Götze, als wie eine Dekofigur. Ja. Gut, ich meine, ich könnte sie natürlich durchaus den Fröschen hier lassen. Da muss ich jetzt ja nicht wirklich mit allem, also... und Mord an diesen Kreaturen... vornehmen. Nee, nee. Behaltet das mal. Ich bin natürlich... Neugier und Zwergnase. So, da habe ich natürlich mit gerechnet. Oha. So, ich treffe sie sogar. Mit meiner Fackel. Ein heldenhaftes Instrument. Ja, Amiri, leg dich kurz hin. Wir kümmern uns schon noch um dich. Oh, da war jemand wütend. Das ist einfach traurig. Nee, ich hatte überlegt, ob dann vielleicht irgendwie... ob sie vielleicht tatsächlich irgendwas angebietet hätten. Und jetzt wäre hier vielleicht sogar noch jemand erschienen. Nein, nein, nein. Nein, das kann ich nicht tun. Wahre Drachen, genau, können 1000 noch mehr Jahre alt werden, das wissen wir. Älter bedeutet eigentlich nur gefährlicher. So. Ihr sollt euren Götzen behalten.
Man muss sich ja mal mit den einzigen Kreaturen hier gut stellen, die nicht unbedingt gleich angewiderte Abscheu hervorrufen. I won't be halted. Führt der sogar noch irgendwo hin, wo wir nicht waren? Tatsächlich. Da ist nochmal ein Durchgang. Das ist doch der Durchgang, oder? Bin ich nur nie zu Ende gelaufen. Ja, genau, das ist ja hier alles. Die bekannte Pilger- und Kultistenstätte der Winzlinge. Hier haben sich doch ganz schön viele Sachen angehäuft. Gut, dann war hier eigentlich nicht mehr allzu viel, oder? Was haben wir denn hier oben? War ich da gerade eben? Das ist hier manchmal auch ein bisschen schwierig zu erkennen. Ja, okay, da führt mir jetzt doch noch kein direkter Weg hin. Dann los marschieren wir durch den Berg so tief. Da muss ich einmal komplett außenrum dafür. Gut, und da war die Statue. Dann kann ich ja nochmal hier unten hin. Ja. So, hier. Das ist doch eine Marschformation, wie sie Sinn macht. Die Fallenspürhunden voraus, die Fackel ganz hinten. Trotzdem wird gegen jede Wand gelaufen, die da ist. Traumhaft. Was haben wir denn hier noch? Auch mal eine Münze. Wir haben uns denn das hier schon mal angeguckt, sicherlich, oder? Hier hat eine gewaltige Schlacht zwischen Kobolden und Winzlingen getobt. Es ist unmöglich zu sagen, wer sie gewonnen hat. Ja, gut, für die Schlacht ist das tatsächlich ein Fragezeichen. Aber generell haben wir einen Verdacht. So, hier konnten wir nach oben klettern. Und hier waren dann wieder, ach genau, da waren dann nochmal wieder die Kobolde. Richtig, da geht's auf jeden Fall weiter. Ah ja, mein Gott, wenn wir schon mal hier sind, bevor die Spinne uns dann wieder mit irgendwelchen harten Debuffs zerlegt. Ich könnte von hier wirklich die Statue plündern. Das ist auch seltsam. Die Aldori-Schwertfürsten sind weder eine Adelsfamilie noch ein Kriegerorden, sondern eine uneinheitliche Kombination der beiden. Ja. Mal gucken, ob wir mit denen auch noch ein bisschen mehr Vergnügen haben. Was mich halt immer noch am meisten überrascht, ist das Auftauchen von den Numerianern. Ich hätte nie gedacht, dass diese beiden Orte, Universen miteinander verstrickt sind. Und da wirft sich mir auch die Frage auf, ob das Pathfinder-Universum mehrere Welten kennt. Oder ob es wirklich eine Welt gibt und standardmäßig Numeria dort Platz hat. Das ist irgendwie. Oder es sind andere Numerianer als die, an die ich denke. Aber Technikliga passt natürlich komplett. Gut, wir wollen jetzt mal nicht weiter philosophieren über unsere Begegnungen, die wir in der Vergangenheit hatten, sondern kümmern uns natürlich erstmal um die, die wir direkt schnitzen und zerlegen können. So, Amiri. Ach, schade, schade, schade. Rüstungsklasse, der hat jetzt schon wieder eine Rüstungsklasse von 20. Und wenn wir ihn mit dem Charge nicht treffen, wird es natürlich im Nahkampf nochmal wieder um einiges schwieriger. Einmal bitte auf die Waffe wechseln. Und einfach mal gucken. So. Ja, hinterhältiger Angriff. Das ist natürlich alles hier richtig bitter. Wer läuft hier übrigens die ganze Zeit lang? Amiri. Warum? Weil sie gefeiert ist. Und wir werden
definitely will be. Ah, Häuptling Rustschuppe. Mit einem schön fiesen 3D6 typisch schurkischem hinterhältigen Angriff. Ja. Da brauchen wir natürlich nicht mehr zu sagen. Die Situation müssen wir ein wenig anders angehen. Okay. Wir brauchen erstmal auf jeden Fall wieder unsere schlagkräftige Kombination. Dich brauchen wir von Anfang an auf der Hauptsache wir treffen Variante. 10 bis 20 Schaden ist wunderbar genug. Der Debuff hier ist natürlich ein bisschen schade, aber wenn wir gleich erstmal den plus 4 Stärke Zauber auf dich raufsetzen, ist das auch Schnee von gestern. Genau, und dann bist du auch wieder bei plus 5 und dann bist du hier bei plus 8. Ja, das hilft schon mal immens. Ich würde natürlich eigentlich ganz gerne die irgendwie nur herauslocken. Bärenstärke war ja wieder eine Minute, ne? Eine Minute pro Stufe, ja. So. Das hält eine Weile. Das ist gut. Wir könnten natürlich jetzt auch mal irgendwann unser Element herbeirufen. Können wir uns doch richtig schön aussuchen, was für eins. Ach, ist das ein... Das ist doch ein Träumchen. Ein Träumchen. Aktivieren wir unseren Bauch? Das ist eine gute Frage, ne? In der Tat eine gute Frage. I'm listening. Ja. Finde ich ja gut, dass ihr zuhört. Aber noch überlege ich. Ich würde halt gerne die Gegner hinauslocken. Lindsay the Magnificent? Lindsay the Illustrious? Something more simple, like Lindsay the Great? Maybe Lindsay the Indecisive. So. Serves you right. Zack. Lindsay schießt. Das ist natürlich der Engpass, durch den sie alle kommen müssen. Dann zieht sich Lindsay dahin zurück, damit sie in der Lage ist zu schießen. Wir stellen uns hier möglichst nah ran. Repent. Wer hat bitte wie Lindsay angegriffen? Oh, das ist eine Erhöhung. Igitt, lauf! So, okay. Gegen die sollten wir eigentlich alle gutes Spiel haben. Da können wir natürlich jetzt aber auch richtig schön diesen Flächenschaden reinatmen, ne? Lebende Knochen. Kobold, Wachposten, Wachposten. Da ist der Häuptling Rustschuppe. Ich möchte aber trotzdem erstmal die Wachposten ausschalten. Einmal hier zaubern. Und einmal hier zaubern. Nee, erst habe ich doch schon wieder den gleichen genommen, oder? Unser Harem da zaubern. Und du musst einfach nur treffen. Einfach nur treffen. Zack. Angriffsbonus plus 13. Tja, was willst du da sagen? Da kommen wir mit einer 15 schon auf 28. Da kann sich auch so gut wie nichts unserer Macht entziehen. Nur, dass Lindsay jetzt hier die ganze Zeit irgendwie... Amiri, keine Flucht. Ist doch nicht mal eine Flucht, oder was? Doch, verängstigt für 21 Sekunden. Das ist halt schon lang. Richtig fies lang. Gut. Der hat immer noch keine bebenden Knochen gezaubert. Dann tu das nochmal. Und er hier auch noch nicht. Wahrscheinlich, weil alles so schnell geplatzt ist. No.
Furcht auslösen. Verängstigt für 4 Sekunden. Komm zurück. Du musst die jetzt heilen, Lindsay. Lindsay, wie auch immer. Ran hier. So, geht's dir mal langsam wieder gut, Amiri? Ja? Nein? Du bist ja nicht gerade irgendwie unsere Stärkste, die einfach ihre Gefühle gerade nicht unter Kontrolle hat, ne? Klingt das spöttisch? Ich hoffe. Could be worse. And will be. Definitely will be. This is where I step in. Right. Quickly. Ja, schieß mal schön daneben. So, die beiden sind jetzt natürlich... Ach, das ist so ärgerlich. Aber was willst du machen, wenn du so viele Gegner hast? Dann musst du einfach die Heilaura nehmen und in Kauf nehmen. Ja, es ist eh egal. So, Amiri. Die fällt sich jetzt natürlich schon... durch die Horden hier durch. Solange sie trifft, ist das halt auch ein Schlag, ein Tod, ein Treffer. Komm jetzt. Das sieht einfach, das ist halt super gut. Der Alchemist könnte eine knacke, harte Nummer werden und halt der Rustschuppe selbst. Aber nichts, was man nicht wegschreien kann, ne? Person vergrößern. Könnte man nochmal überlegen. Habe ich irgendwelche härteren Heiltränke noch? Das müsste ja eigentlich alles sein, ha? Huh? Einfach nur leichte Wunden heilen. Das ist ein Witz. Lindsay, du hast... Und die ist auch tot. Nice, okay. Komm, Lindsay, du hast nur eine Aufgabe. Du musst sie am Leben halten. Irgendwie... Yes! So, 27. Der hat eine Rüstungsklasse von 23, ne? Das ist natürlich richtig biesig. Er ist klein, gelenkig. Och, und die Schwierigkeit gibt auch noch einen Bonus. Ne, ja, ist recht. Am Arsch. So. Wir haben einen Wert von 10. Also ab einer 13 treffen wir. Das ist eigentlich noch alles machbar. So. Trank gesoffen. Gestorben! Gestorben ist Häuptling und Stamm von Russschuppe. Tja. Ihr wart so dumm. Ihr habt auf den Falschen gehört. Wie konntet ihr nur so verblendet agieren? Aber ich werde euch trotzdem nicht töten, Häuptling. Nehmt eure Diener und geht. Der Häuptling rappelt sich auf und zittert angesichts seiner Wunden. Ich nicht brauchen Mitleid. Nehmt Relikt von Winzlingen. Bezahlen für mein Leben. Ja, chaotisch gute Handlung. Na. Ja. Als wäre es uns in die Wiege gelegt. Ja, so finde ich das sehr gut. So, und der Alchemist bleibt trotzdem noch hier, oder was? Und feindlich? They go down. Tja, dann gucken wir doch mal, was Lindsay dazu zu sagen hat. Und vor allen Dingen Amiri. Ach, kritischer Treffer. Jetzt haben wir wahrscheinlich jemanden hier mit einer Rüstungsklasse von 24. Wir haben trotzdem... Ja, wir haben nur noch plus 7. Okay, warum haben wir jetzt nur noch so wenig? Was ist uns vorhanden gegangen? Wir haben irgendwo nochmal eine Stärke verloren. Ach, weil wir auch noch erschöpft sind jetzt. Mhm. Mhm.
Das erklärt es dann, glaube ich, auch. Achso, und Größe minus 1. Also, ach, wir sind erschöpft, weil jetzt die Größe, das Wachstum aufgehört hat. Valerie! Wo kommst du denn her? Und Jaethel? Hallo? Das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber freut mich, euch hier zu sehen. Mit wem würde ich denn sprechen? Mit der Untoten oder mit der Ritterin? Die für mich ein viel zu... Nee, Jaethel. Die war offener. Während du gekämpft hast, hat jemand eifrig versucht, aus dem Gefängnis der Kobolde zu entkommen, und dieser Versuch war von Erfolg gekrönt. Diese Tage werden mir wohl kaum als ruhmreich in Erinnerung bleiben. Jaethel streicht sich ihre Gewänder glatt, als wollte sie alle Hinweise auf ihre Zeit im Gefängnis der Kobolde vergessen machen. Lass uns aufbrechen und einfach alles vergessen. Ah, nein, nicht so schnell. Erzählt mir bitte ein bisschen mehr über die Geschichte von Tatucci und den Kobolden und wie ihr beiden es hier in das Gefängnis geschafft habt. Dazu gibt es nichts zu sagen. Der Gnom brauchte Diener, um ein Artefakt zu suchen, schweigende Gehorsame und zahlreiche Diener. Jaethel runzelt verächtlich die Stirn. Er hat die Kobolde durch leere Phrasen und Lügen getäuscht, dieser widerliche Hornochse. Das ist die Geschichte der Täuschung und Schande. Tatuccio hat allen weisgemacht, er würde für Pitax spionieren und ein unbekanntes Artefakt suchen. Er hat diese gutgläubigen Kreaturen benutzt und jemanden verraten, der Fragen hätte stellen können, indem er ihn dem Koboldhäuptling als Jagdtrophäe schenkte. Ja, Valerie, ich habe bereits gemerkt, dass ihr ein sehr, sehr schlechter... wie nennt man das? Charakterkenner seid. Oh, muss ich mich jetzt für einen von den beiden entscheiden? Oder kann ich das tatsächlich für beide machen? Was ist denn Valerie für eine? Ein großes Schild, ein mittleres Schwert. Und wohl keine Magierin. Also, nicht magiebegabt. Also sie wird keine Klerikerin sein, sondern entweder ist sie Kriegerin oder Paladinin oder irgendwas dazwischen. Und Jaethel sieht halt aus wie eine gekonnte Schnitterin. Tatsächlich könnte ich beide gut gebrauchen, aber unter Umständen Valerie mehr. Ah, wir sind natürlich aber auch eine Art... Also wir ziehen ja auch Schaden auf uns. Man könnte es halt als Off-Tank bezeichnen. Und ich finde Jaethel natürlich als Charakterin wesentlich interessanter. Ja. Wie sieht's denn aus? Mich erwartet ein Kampf mit dem Hirschkönig und eine mögliche Baronie. Ich würde mich über die Hilfe einer fähigen Kameradin wie ihr seid freuen, Jaethel. Mein Kampf mit dem sogenannten Banditenkönig wird mich vortrefflich unterhalten. Ich werde euch folgen. Fürs Erste. Ah, und Valerie kann ich scheinbar auch fragen. Und ihr, Valerie? Ich hätte euch ebenfalls gerne an meiner Seite. Mein Schwert soll das eure sein. Möge mit dieser Schritt größere Ehre gebringen, als meine Arbeit mit Dienst dieses widerlichen Lügners Tatuccio. Gut, dann setzen wir unsere Reise gemeinsam fort. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Na, wenn uns da nicht ein kleines bisschen... ja, interessante Entdeckungen erwarten beim nächsten Mal. Mit Jaethel, einer neutralen, bösen Elfen... Oh, Inquisitor. Naja, so jemanden brauchen wir, oder? Und mit Valerie, unser rechtschaffen, neutralen Rechtschaffen ist wirklich... Oh, naja, neutral ist ja okay, aber Rechtschaffen ist so unglaublich. Ein Atomschildexpertin. Mit einer Rüstungsklasse von 22. Ich habe mich definitiv für eine merkwürdige Klassenzwitterkombination erhalten. Hier können die Rüstungsklassen scheinbar richtig explodieren. Naja, und steigern dürfen wir sie auch. Dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Und dann endlich... in voller Schlachtenstärke. Was ein Spaß. Euer Okshar.